Ja, mein Name ist Roland Thüringer. Ich bin wahrscheinlich in Deutschland ziemlich unbekannt, weil ich so ein regionaler Hero da in Österreich bin. Ich bin Schauspieler, bin Kabarettist und habe in den letzten Jahren ein bisschen was in meinem Leben so feingetunt und umgestellt, weil man denkt, dass weniger letztendlich dann mehr ist. Ja, und ich hatte die Ehre, jetzt hier bei Ihnen in Wien gerade eine Aufzeichnung mit Ihnen zu haben in der Serie, in der Reihe Gültige Stimme. Ja. Was mir sehr viel Freude bereitet hat. Und da stellen Sie immer vier Fragen Ihren Leuten. Das hat mich jetzt dazu inspiriert, dass ich das Ganze mal ummünze auf spirituelle Zusammenhänge. Okay. Und die Umstellung, die Sie in Ihrem Leben vorgenommen haben, die hatten ja auch durchaus so einen spirituellen Hintergrund. Das brachte mich nämlich auf den Gedanken. Deswegen gleich die erste Frage: Was ist denn für Sie ein spirituelles Leben? Leben ist spirituell. Ja, was wir gerne verwechseln, ist Leben und Lebensgeschichte. Wir glauben, unsere Lebensgeschichte ist Leben. Leben ist was Universelles. Und wenn ich meine Lebensgeschichte verbringe in Verbindung mit der Natur, ja, mit dem, was wirklich da ist, mit der Welt, wie sie ist, dann ist es eigentlich automatisch ein spirituelles Leben. Es geht gar nicht anders. Aha. Ich denke mal, die meisten Menschen werden das nicht so auffassen, dass das Leben an sich bereits spirituell ist. Doch. Weil alles Bewusstsein hat. Okay, ja? Bin ich völlig d'accord. Jede Pflanze hat ein Bewusstsein, alles hat irgendwie für mich eine Energie oder ein Bewusstsein. Und das ist eigentlich der Spirit, das ist der Geist, der dahinter steht. Ja? Ich glaube nicht, dass es uns Menschen braucht für die Spiritualität im Universum. Wir sind nur ein Teil der Spiritualität vielleicht. Aha. Das heißt, wir sollten uns einbetten und einfügen in diese Spiritualität und sie selber so leben. Ja, eigentlich die Natur beobachten, was sie tut, die macht eigentlich relativ wenig falsch. Aha. Gibt es da irgendwelche Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen? Sie werden immer größer, die Hindernisse, nicht? Weil alles diese Verbundenheit, die Verwurzelung mit der Natur, werden sie immer mehr genommen. Nicht? Also, wer ist noch heutzutage in der Lage, sich selber mit Nahrung zu versorgen? Hm. Was eigentlich für einen Menschen ganz normal ist, für alles, was lebt. Wir werden fremd versorgt und alles, was uns immer weiter weg davon bringt, das tötet auch die Spiritualität sich in uns ab. Ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Hindernis zu überwinden? Also, wieder sich zu besinnen auf das, was wirklich ist. Also zu unterscheiden zwischen der Welt, wie sie ist, das ist das, was wirklich ist, und dem, was wir uns gebaut haben, unserer Realität, unserer Wirklichkeit. Und immer daran denken, eines Tages sind wir wieder Teil der Welt, wie sie ist, spätestens dann, wenn wir sterben. Weil dann ist alles, was vorher war, was wichtig war, bedeutungslos. Und vor dem Hintergrund ist das auch zu sehen, dass Sie sich da umgestellt hatten, wann war das, Januar 2013? Ja, da habe ich einen Selbstversuch gestartet, indem ich ein paar Sachen weggelassen habe, so Werkzeuge, die man heute gerne verwendet, wie das Auto und das Mobiltelefon und den E-Mail-Account und so. Das habe ich probiert, wie ich das Leben und diese Sachen weglässt. Ja. Und wie könnte da jeder einen Beitrag leisten, dass die Welt sozusagen als spirituelle Welt wieder erkannt wird? Die Frage ist, ob man einen Beitrag leisten muss und nicht was leisten muss, sondern eigentlich was sich holen kann, weil es ist ja alles da eigentlich. Also ich muss nur erkennen, dass eigentlich alles da ist, weil rundherum es funktioniert alles, die Natur funktioniert ganz einfach. Ja. Das, was wir Menschen machen, wir gebaut haben, funktioniert nicht, aber die Natur an sich funktioniert. Ja. Und da brauchen wir uns nur einfügen. Die brauchen wir nur zu beobachten. Ja. Wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, wir haben erfunden das Rad und die Fahrzeuge und brauchen wir dazu Fahrbahnen, weil das Rad ohne Fahrbahn nicht funktioniert. In der Natur gibt es kein einziges Viech, was Radeln hat. Das hat einen Grund. Das stimmt. Ja. Okay, Herr Thüringer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Minuten, die Dankeschön, Sie sich genommen haben. Ja, danke. Und alles Gute. Ja. Ihnen ebenfalls, danke. Danke.